ist wie so eine Art Roadmovie, ja. Also Lena ist die Hauptfigur und durch Lenas Augen wird eigentlich auch das ganze Stück fast die ganze Zeit erzählt. Lena ist in einer Situation, die fast jeder kennt wahrscheinlich. Also es ist ein Sportunterricht, Montagmorgen, so geht auch das Stück gleich los, ist Sport und sie wird nicht gewählt. Also sie ist schon wieder eine der Letzten auf der Bank. Dann entscheidet sie sich aber, ne, das ist jetzt mal vorbei. Sie ermutigt sich sozusagen selbst und entscheidet einfach aus freien Stücken heraus, heute springe ich vom Dreier. Und dann verfolgen wir Lena auf der Reise sozusagen von dem Sportunterricht bis zu der Idee, dass sie eben auf dem Sprungturm steht und springt oder nicht. Wir wissen es nicht genau. Zuallererst braucht es ein Thema und einen Text, der griffig ist, der aus der Lebensrealität der Kinder kommt. Und dann braucht es natürlich eine Musik, die dieses Thema aufgreift, dass die Kinder das Gefühl haben, mit ihren Themen und mit ihren Problemen, Wünschen, Sorgen, Ängsten ernst genommen zu sein, auch eben im Stück. Und das klappt ganz gut. Wir machen ja zum Glück, die analoge Premiere wird, wenn alles gut geht, wird die im Dezember stattfinden. Und da stehen die Kinder auch auf der Bühne. Die sind zwischen 7 und 11 Jahre alt. Das Besondere an Kinderfilmen, an Kindertheater ist, dass es schon was Tolles ist, wenn Kinder im Publikum auch Kinder auf der Bühne sehen und auch sehen, beides eben. Es gibt dann beide eben. Das eine ist einfach die Geschichte, die erzählt wird. Also nicht einfach, aber die Geschichte, die erzählt wird. Und das andere ist eben, dass man vielleicht auch sieht, Mensch, das kann ich ja auch machen. Ich kann auch singen, ich kann auch tanzen, ich kann auch spielen. Ich kann auch vielleicht auf so einer Bühne stehen. Ich habe versucht, dass jede Szene so eine eigene Farbe kriegt. Also manche Szenen sind so ganz, ganz heiter zum Beispiel. Also das ist auch wirklich von der Musiksprache. Dann könnte man denken, so wenn zum Beispiel die alte Frau, die es da noch gibt, oder die ältere Frau, die im Schwimmbad sitzt, die da so vor sich hin singt, das ist fast volksliedhaft, aber immer irgendwie mit so einer kleinen Verfremdung drin, so ein bisschen irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Andere Stellen sind sehr fast ein bisschen aggressiv, wenn Lena da wenn der Riegel klemmt. Und andere sind eher treibend und fast ein bisschen gemein auch, wenn zum Beispiel der Sportunterricht da nicht so richtig in die Gänge kommt. Ja, ist verrückt. Da bereitet man was vor, jahrelang. Und dann wird innerhalb von wenigen Tagen alles umgeschmissen und improvisiert. Und jetzt haben wir da einen Film gedreht in den letzten Tagen tatsächlich. Aus einem Zusammenschnitt der Szenen. Da wir bei dieser Produktion sowieso mit so einer Zeichnungsebene gearbeitet haben, also mit Animation, mit Zeichnung, so ein bisschen in das Innere der Hauptfigur zu gucken, entstand die Idee, dass man das doch vielleicht ein bisschen ausbauen könnte, dadurch künstlerisch vielleicht auch mal eine ganz interessante Erfahrung macht, dass man halt einfach das Gefühl hatte, ja, das ist eigentlich auch für so eine Kinder-Jugend-Oper ist das auch ein ganz schönes Medium, das eben mit Zeichnungen, mit Animation, mit Live-Reel-Aufnahmen zu kombinieren und so eine eigene Form zu schaffen. Kaum, bis sie an mir vorbeigewackelt ist, ich und die Straße runter. Ich habe einfach richtig krass uminstrumentiert, einfach das ganze Orchester ist im Prinzip weg. Es bleibt nur das Klavier und das Schlagzeug über und wir hatten die Idee, dass wir jetzt nicht so tun, als ob nichts wäre, sondern dass man sozusagen den Verlust auch wirklich hören kann. Also wenn es manchmal ein bisschen trockener klingt, wenn es manchmal ein bisschen leerer klingt, wenn man sich sozusagen wünscht, da könnte doch eigentlich, da sollte noch, dann finde ich das eigentlich in Ordnung. Wenn wir jetzt nicht das Problem wegretuschieren oder jetzt mit elektronischen Mitteln arbeiten und irgendwas faken, sondern sagen, so, wir haben jetzt hier ein Problem und das Problem ist auch hörbar. Wir mussten natürlich eine Fassung machen, die kürzer ist als die Oper, also weil wir natürlich auch nicht alles verraten wollen und nicht die ganze Geschichte erzählen wollen. Es ist halt genuin für die Bühne komponiert und da ist es so knapp über eine Stunde und wir haben sozusagen jetzt eine Kurzfilmversion gemacht, die knapp 32 Minuten lang ist. So schaffen wir es, das ganze Ensemble nicht auf die Bühne, aber auf den Bildschirm zu holen.